So, jetzt wird's besinnlich. Alexa Hennig von Lange habe ich ja schon im Leseschatz öfters besprochen. Zuletzt ja Die Wahnsinnige, das war ihr erster historischer Roman, ein großartiger Text über Johanna von Kastilien, die als die Wahnsinnige in die Geschichte eingegangen ist. Hier die Frage aber, war sie tatsächlich wahnsinnig? Dann kam vor längerer Zeit noch Die Kampfsteine heraus, ein Roman, der in den 80er Jahren spielt, wo eine Biedermeier sich breit macht, aber trotzdem alle irgendwie in sich unglücklich sind. Und ein Buch, in dem ich empfehle, immer wieder Marillion Misplaced Childhood, die großartige Platte zu hören. Aber das Besinnliche ist mit Die Weihnachtsgeschwister nachzuvollziehen. Auch ein Buch, was ich im Leseschatz besprochen hatte. Nur jetzt ist die Taschenbuchausgabe erschienen und wir nähern uns so langsam der besinnlichen Zeit. Wir stellen uns vor, eine Familie, die zusammenkommt. Es sind drei Geschwister, die auch schon verheiratet sind. Eigene Kinder haben sie, sich auf den Weg machen zu ihrem Elternhaus, zu ihren Eltern, um ein gemeinsames Weihnachten wie jedes Jahr zu feiern. Die Vorfreude ist groß, es rieselt, der Schnee macht eine schöne weiße Landschaft. Nur dort, wo man schon gegangen ist, wird es matschig, hat braune Schnieren, sodass sich dort aber eine schöne Stimmung langsam aufbauen kann. Und man kommt zur Familie an. Und am Tisch kommt es dann zum ersten Verwunderlichen und es kommt zu Quereleien. Erstmal, die Mutter hat zum ersten Mal im Leben Dosensuppe gekocht, sodass dort die Kinder erstmal entsetzt sind. Wie kann das sein? Denn die Streitereien zwischen den Geschwistern, die eine, die immer ihrer Schwester, deren Karriere neidet, dabei hat sie sie immer als Dümmerchen hingestellt. Der Sohn, der immer sehr korrekt ist und auch das Kommerzielle des Weihnachtsfests in Frage stellt, und die Gespräche werden immer lauter und immer wieder kommt es zu Reibereien und es wird gesagt, was eigentlich nicht gesagt werden sollte, gerade nicht vor Weihnachten, das heißt, es ist der Tag vor Heiligabend, und so gehen dann die Geschwister mit ihren eigenen Familien abends ins Hotel. Und nächsten Morgen, als sie aufwachen, merken sie, was sie getan haben und suchen das Gespräch am Frühstückstisch im Hotel. Und man kommt zum Gespräch und sagt, das war nicht wirklich schön, was wir gemacht haben. Lasst uns doch wirklich das Heiligabendfest jetzt feiern, auch im Sinne der Kinder. Und sie beschließen jetzt auch rechtzeitig zu den Eltern zu gehen, um dort halt alles herzurichten, den Weihnachtsbaum aufzustellen etc. Und als sie in dieser Stimmung sind und dort ankommen, ist erstmal die Tür verschlossen und sie wissen auch gar nicht, was da vorgefallen ist. Sie gehen um das Haus und sehen auch weiter. Es ist keiner anscheinend da. Sie organisieren Schlüssel, gehen hinein und die Eltern sind verschwunden. Jetzt ist die große Frage, haben die Eltern einfach Reis ausgenommen? Haben sie einen Plan? Was ist vorgefallen? Und kann das Weihnachtsfest tatsächlich noch gerettet werden? Eine schöne, besinnliche, humorvolle Weihnachtsgeschichte von einer Autorin, die ich sehr mag. Also dementsprechend mein Buch der kommenden Weihnachtszeit, aber auch nicht nur für diese Zeit, sehr geeignet. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden, bis bald. Hauke Hader von der Buchhandlung Schmidt, bis zum Leseschatz. Tschüss!